Ich weiß, die Mutti hat erzählt, dass die Leute immer gesagt haben, mei, sie kriegen ja doch Zwilling. Dabei war ich allein schon. Jedenfalls war also der Fuß verkrümmt, da hat der Arzt dann gleich gesagt, das macht gar nichts. Das ist ein gesundes Kind und das riecht man schon. Das ist dann gerichtet worden. Allerdings auf eine Weise, dass der Fuß nicht ganz mitwachsen hat können. Und nun, also, ja. Das ist ja ein Klumpfuß, also was er im Grunde nicht war. Und das ist ein Erbleiden und die Leute kann man ja nicht, die muss man sterilisieren, damit also unser Volk doch rein und gesund bleibt. Und dann wurde die Mutti vorgeladen ins Gesundheitsamt, da war ein sehr netter Arzt, der hat gesagt, ach, gehen Sie zu, das ist doch so quasi ein Blödsinn, also. War erledigt. Und dann war ich, da war ich schon 15 oder 16 Jahre alt, da musste ich einmal zu einer Reihenuntersuchung zu unserer Schulärztin im Anna-Lyzeum. Und die war gefürchtet, die war immer so ein bisschen bös. Und wir haben auch immer gesagt, das kommt daher, weil so viele Narben von einer Röntgenverbrennung im Gesicht hat. Und die hat mich angeschaut, ich bloß im Höschen, habe mir so fürchterlich geniert. Also, man war ja damals noch nicht so frei wie heute. Und dann hat sie mich angeschaut, dann beißt sich ihr Blick an meinem Fuß fest, dann hat sie gesagt: minderwertiges Material. Und das war so furchtbar für mich. Also, wie ich da heimgekommen bin, weiß ich gar nicht. Ich habe es keinem Menschen erzählt, auch meinen Eltern nicht.